Ich gehe mal ein bisschen runter. So, ah, guck mal. So viel geht. Jetzt sind wir auf einer Augenhöhe. Ja, genau. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mhm. Heute sind wir wieder bei der Milena und ja, wir gucken mal, was so eine Weltmeisterin auf dem Tisch rumliegen hat und was für Produkte sie benutzt. Interessiert mit Sicherheit einige und ja, dann erzähl mal. Handschuhe habe ich gar nicht ausgepackt. Handschuhe hast du nicht ausgepackt? Ja. Aber wir machen jetzt auch keine Maniküre. Nö, stimmt. Also Handschuhe habe ich normalerweise auch. Genau. Tatsächlich. Nimmst du die schwarzen? Nein. Also früher habe ich schwarze benutzt und irgendwann es ist immer so ein bisschen, es sieht immer schnuddelig aus. Ja, stimmt. Ja. Ja, es staubt drauf. Ja, und, ja. Es ist, sieht so schnell irgendwie so verbraucht, dreckig und so weiter aus. Und deswegen, also bei den Tätowierern sieht es super aus, aber die arbeiten ja auch nicht mit Staub. Mhm. Und daher nehme ich immer eine attraktive Farbe für die Kunden. Mhm. Die finden Rosa immer ganz toll. Okay. Also, hast du mehrere zur Auswahl? Aktuell habe ich Rosa und jetzt geht die Box langsam, also die letzte Box langsam aus und dann hat letztens schon der Kundin gesagt, bleibst du bei Rosa, das sieht schön aus. Okay. Da ich sage, nee, die nächsten werden blau. Okay, also medizinisch eher so. Ja, aber das ist dessen bedingt, dass sie halt einfach günstiger waren. Ja, okay. Ja, also grundsätzlich achte ich schon auch immer drauf, dass es so ist, dass es wirtschaftlich noch tragbar ist. Ja, klar. Weil wenn ich dieselbe Schachtel oder selbe Material für 6, 7, 10 Euro kriege und keine 14, 15 und aufwärts. Ja. Dein Content auf Social Media geht ja auch mehr in die Richtung, ne? Wie man Studio gründet und so ein bisschen Kalkulation, Kundenumgang, sowas. Genau, ne? Genau. Also auch wie spare ich, worauf achte ich, welche Materialien ich anlege, welche brauche ich tatsächlich und was ist nur Staubfänger beziehungsweise einfach nur ein Regalfüller. Ja, ja. Genau. Also es fällt hier auf jeden Fall direkt auf, ne, wenn man so diese beiden Tische sieht, es steht kaum was drauf rum. Ja. Ne? Also es ist wirklich sehr aufgeräumt, clean, was ich auch echt super finde. Ich mag es auch nicht, wenn da tausend Sachen rumstehen. Selbst die Tischlampe bei mir in meinem Studio, in meinem YouTube-Studio, ist mir zu viel. Ich hätte am liebsten irgendwas, was noch an der Decke hängt, was nicht im Weg rumsteht. Ne? Also ich hatte tatsächlich früher was an der Decke und ich fand das auch super cool. Aber man kann es halt nicht so schön... Genau, das ist, ne? Das ist der Grund. Also das kannst du nicht variieren von der Entfernung her. Manchmal brauchst du das Licht eher so, brauchst du es so, manchmal brauchst du es eher so. Und das konntest du zwar in der Höhe verstellen, aber es war immer auf einer Position. Und manchmal hat es mir dann auch einfach Schatten geworfen, sodass dass es mir nichts gebracht hat, sondern eher noch kontraproduktiv war fürs Arbeiten. Das Licht muss ja natürlich richtig von oben kommen, ne? Genau. Damit keine Schatten sind und du die Seiten richtig feilen kannst. Genau. Ne? Sonst, wenn Schatten auf einer Seite ist, kann das optisch schon viel irritieren. Ne? Auch, Also, und daher habe ich mich dann tatsächlich für diese einfache IKEA-Lampe entschieden. Ja, ich wollte gerade fragen, wo ist die her? Die ist schon ganz cool. Genau, die ganz viele haben. Ja. Ich hätte sie natürlich gerne in weiß gehabt, aber die produziert gerade IKEA. Obwohl, schwarz finde ich eigentlich nicht schlecht. Wenn du jetzt hier die Wand auch noch mit diesem Holz verkleidest, dann passt das schon ganz cool. Ja. Genau. Ja. Und die macht auch schöne Fotos, ne? Also, die ist auch super für Fotos. Also die benutze ich tatsächlich auch immer für die Fotos. Ja. Was halt super ist, weil wenn die Kundin dann hier direkt am Tisch ist, du kannst also entweder hier nochmal eine Unterlage oder das halt wirklich nach vorne ziehen, dann sieht man es gar nicht. Mhm. Und dann streckt sie oder reckt sie ihre Hände, ich positioniere sie und dann hat sie halt... Hast direkt die Fotos gemacht. Genau. So schnell hast du Social Media Content. Und dann muss ich nicht aufstehen und sie auch nicht extra oder was auch immer. Okay. Weil meine Intention geht dahin, wie kann ich Zeit sparen. Genau. Ja. Ich habe keine Zeit noch, was weiß ich, 30 Minuten damit zu verbringen, Fotos zu machen. Ich habe zwar dann schöne Bilder, aber... Wie lange brauchst du denn zum Nägel machen ungefähr? Es kommt immer drauf an. Mhm. Also in der Regel, also Shellack, Maniküre, je nachdem, wie aufwendig sie sein sollten, eine Stunde. Mhm.
und also zwischen einer Dreiviertelstunde und Stunde. Mhm. Und für ein Auffüllen mit Farbe eine Stunde, mhm. so ungefähr. Okay. Ja. Ja, was dann auch auffällt, ist diese Handauflage, ne? Ja, habe ich lange danach eine sehr unorthodoxe Größe, würde ich sie jetzt mal sagen. Ne? Die ist schon, ja. Das ist schon, aber es ist auf jeden Fall passende Höhe für die Absaugung. Ja. Und, und bequem ist sie. Und bequem, ja, die ist nicht zu hart, nicht zu weich, also und man sinkt auch breiter, nicht so ein. Ne? Ja. Ja, sie ist auch, also genau. sie ist auch länger, ja, also etwas breiter auch. Ja. Wichtig ist halt einfach auch, weil ich sehe das sehr oft, dass die Kunden so, gerade wenn sie schmäler sind, sind sie gerade, als würden sie ihre Hände verstecken wollen. Und auch Nail-Designer arbeiten so, gerade wenn ich die Schulungen halte, sehe ich immer wieder, dass die Nail-Designer eigentlich eine falsche Handposition vom Kunden oder vom Modell haben. Eigentlich ist es so richtig, dass der Kunde seinen Ellenbogen ablegt, so damit die Hand beweglich ist in allen Richtungen. Ja. Und du drehst die Hand hier auf und guckst und dies und das. Genau, ja. und frei ist. Ja. Aber wenn die Hand so ist, dann ist die nicht frei und nicht beweglich. Ja. Und meistens ist es aber so, dass halt einfach entweder, also gerade diese festmontierten, die sind entweder zu nah oder zu weit weg ja. Oder zu kurz. Und der Kunde kommt gar nicht mit dem Ellenbogen dahin. Ja. Wollte ich gerade sagen, du hast nicht die festmontierte, weil das ist Novaflair. Genau, Novaflair-Tisch. Mit Absaugung. Der Anton würde sofort sagen, welch Typhoon, also Typhoon irgendwas ist drin. Okay. Dazu kommt auch nochmal speziell ein Video. genau, ich habe... also abonniert Ihren Kanal auf jeden Fall, Instagram, alles unten verlinkt in der Videobeschreibung. Ich war, ich habe vor 6 Jahren Novaflair kennengelernt und hatte schon die ganze Zeit mit Novaflair gearbeitet, dachte, ich müsste mich mal verändern und am Ende bin ich jetzt doch wieder bei Novaflair gelandet und ich liebe die Staubaussaugung, es ist immer sauber, du kannst es super leicht reinigen und ich habe jetzt den Tisch Montana 2. Montana Typ 2, jetzt habe ich es. Ohne Schubladen unten? Ohne Schubladen unten drunter. Hätte ich genauso gewählt. Ich mag das überhaupt nicht, wenn da hier diese Schubladen, erstens platzmäßig. Stößt man auch mit den Füßen dagegen. Du kannst dich nicht bewegen. Zum Arbeiten ist es wichtig, dass du Beinfreiheit wie auch Körperbewegungsfreiheit hast und das stören nur die Schubläden. Und was halt toll ist, dass die Abluft über die Beine dann vom Gerät geführt werden und somit dann auch die Nieren und der Rücken und alles geschont wird vom Abluft. Ja. Genau, und es ist nicht dann so kalt an der Seite. Auch schön groß, da kannst du viel drauf platzieren, liegt nichts im Weg rum beim Arbeiten und so. Ne? 1,50er Platte und die passt vollkommen. Also wo machst du dann deine Farbgele rein und deine ganzen Produkte und so? Aktuell habe ich sie da hinten versteckt, noch in den Koffern. Es kommen jetzt dann irgendwann demnächst Sideboard, schwebendes Sideboard, aber ganz schmal. Mit so Klick, über die komplette Länge? Über die komplette Länge, mit Klickschubladen und leicht zu führen. Und da kommt dann alles rein und das war's auch. Vielleicht lasse ich mal so ein paar Farben oben, weil das sind die aktuellen Herbst-, Sommer-, Winterfarben oder was auch immer. Aber es wird nichts groß rumstehen. Mhm. Alles verstaut. Ist auch schön zum Reinigen, ne? Ja, ja. Eben. Erstens, das ist auch wieder so eine Sparmaßnahme. Ja, wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Putzfrau habt und es steht alles rum, die muss ja dann überall da abstauben und so weiter und so fort. Wenn ihr das selber macht, geht es an eure Arbeitszeit ab. Oder an eure Privatzeit ab. Und die Putzfrau kostet mehr, weil sie in jede Ritze reingehen muss. Oder ihr seid sogar zu faul, das zu machen und die Kunden sehen das, dass es dann dreckig ist und dann habt ihr wieder einen schlechten Ruf in eurem Studio. Ne? Genau, also Sauberkeit ist das A und O. Das wenn die Kunden das war letztens auch so ein Thema, ne? Wenn die Kunden dann sehen, dass es bei euch hygienisch ist, dann ist es halt auch Werbung für euch. Ne? Ja. Und das wird dann weitergetragen. Ja. Es zeugt von Professionalität. Ja. Es ist der erste
Blick, was der Kunde sieht, also das erste Eindruck sozusagen, was der Kunde sieht, und wenn er das Gefühl hat, es ist sauber, ja, dann fühlt er sich wohl und es zeugt einfach von Professionalität. Ja, also da geht schon die, in welche Richtung wollt ihr euch bewegen? Wollt ihr eher professionell sein oder wollt ihr eher günstig und schnelle Nägel machen? Ne? Genau. Also günstig, schnell und wie war das dritte? Günstig, schnell und billig geht halt nicht alles. Ne? Also es gehen nur zwei Sachen. Mhm. Ja. Und es ist halt eben auch, wenn ihr sauber arbeitet, gleichzeitig hat man auch dadurch weniger rumstehen. Ja, das kommt automatisch dann. Ja. Und ihr könnt viel strukturierter arbeiten, weil ihr wisst, wo was ist. Ne? Ja, und das ist auch nochmal fürs Zeitmanagement wichtig. Ja, genau. Also bei uns ist es so eingeteilt wirklich, dass nur das auf dem Tisch steht, was man tatsächlich braucht. Das macht auch die Mitarbeiter die Basics, so? Oder genau, die Mitarbeiter, haben das so übernommen. Also noch im alten Studio wie auch jetzt. Ja. Die übernehmen das automatisch so, weil du lebst es ihnen ja so vor. Und die finden das dann auch schön. Ja. Und es ist nur wirklich das da, was man braucht, mehr nicht. Genau. Ja. Und desinfiziert wird nach jedem Kunden der Tisch, Instrumente? Der Tisch wird mit Desinfektionstüchern oder Spray oder was man bevorzugt, desinfiziert nach jedem Kunden, und das geht halt dann auch einfacher, weil du nicht 100.000 Sachen abräumen kurz musst. Kurz hochheben, zack, zack. Genau. Fertig, ne? Und daher. Ja. Lampen, was hast du hier für Lampen rumstehen? Also diese UV-LED-Lampen sind tatsächlich von Amazon. Mhm. Ja. Die kommen ja eh aus China, zu 100% kann man eigentlich sagen. Ne? Ja, also genau. Von daher. Genau. Ich habe alles durch, das habe ich auch letztens eben auf einem Seminar erzählt. Ich habe die teuren Lampen durch, wo eine Lampe 400 bis 500 € gekostet hat. Okay. Ich habe die günstigen durch, und mit Erfahrung kann ich sagen, ob das jetzt eine teure war oder eine günstige war, die haben immer gleich lang gehalten. Und ich sehe das einfach nicht mehr ein, dass ich so viel Geld dafür ausgebe. Wichtig ist halt die Anordnung der LEDs, ne? Dass die schön verteilt sind, dass die Spitzen vernünftig aushärten, dass der Daumen vernünftig aushärtet und alles. Ja. Aber ansonsten gibt keine 1.000 € für eine Lampe aus. Ja. Ne? Ja. Also die neuesten Geräte, die sind jetzt schon bei 100, also der ist jetzt schon bei 180 Watt. Ja. Wir haben mal mit 24 Watt Geräten angefangen. Das ist jetzt bei 180 Watt, aber es hat so eine Low-Heat-Funktion. Genau. Und auch Timer, ne? Timer hat es 60, drin, 10, genau. Ja. Also genau. Auch wenn ihr pinchen wollt oder so, super. Ja. Und Low-Heat ist halt, dann siehst du einfach, das ist starke Beleuchtung. Also du siehst starke Farbe, und wenn ich auf Low-Heat, dann ist die Farbe schon viel einfacher. Also und der dreht wahrscheinlich hoch so langsam, ne? Genau. Wird wärmer, genau. Und dadurch ist das Gel nicht so überfordert bei der Aushärtung. Genau, also wird nicht sofort so pam, hart. Cool. Absaugung ist auch mit eingebaut. Genau, die Absaugung ist das A und O in unserer Branche. Ich kenne noch Zeiten, wo wir ohne Absaugung gearbeitet haben. Oh ja, die kenne ich auch noch. Das Lustige ist ja, dass dein letztes Video wurde da mit der Kippe und ich musste so lachen, weil ich solche Zeiten noch tatsächlich selbst miterlebt habe. Ja, ja. Kaffeetasse und was weiß ich was. Noch am besten Pommesreste und keine Ahnung was. Ne? Und der Aschenbecher neben dem Acryl, der Dappendisch daneben gestanden und so weiter, das kenne ich alles, diese Zeiten. Und und keine Staubabsaugung, und dann hatten wir irgendwann mal diesen Standstaubabsaugung. Genau, diese Billo-Dinger. Die nicht wirklich was bringen. Die nehmen nur das grobe Zeug weg, ne? Aber jetzt so das Feine, was dann im ganzen Studio rumfliegt. Also gerade diese Mikrostaub, was das Wichtigste ist tatsächlich, was ich auch in der Lunge absetzen kann, das nimmt es nicht auf.
daher, also in einem wirklich Studiobetrieb, egal ob ich nur 3 Kunden habe am Tag oder 8 Kunden habe am Tag, aber da gehört eine gescheite Staubabsaugung. Da gibt es ganz viele verschiedene Firmen und wie gesagt, also ich habe mich diesmal doch wieder für Novaflair entschieden, weil es einfach von der Qualität her. Ja, die Tische sind ja auch ganz schön hier mit der Beleuchtung und so. Genau. Das ist schon ganz cool. Ja. Da weiß der Kunde direkt, wo er hingehen soll. Genau. Ja, und dann der Fräser.